Wir starten wieder mit coolem Kleriker Du, Falk und Jax. Aber Falk wird leider ersetzt werden. Und wir gehen jetzt mit Kaya rumrennen. Was geht ab, Mädel? Oh, willst du dich nicht ins Thumbnail stellen, Falk? Warte, warte. Da passen wir doch alle rein. Bisschen zurück, bisschen Fury. So, so, so. Ah, das ist schlechte Beleuchtung. Wie sieht's aus? Kaum habe ich die Arbeit als Orakel wieder aufgenommen, da geht sie mir schon wieder gehörig auf die Nerven. Ich weiß genau, was du meinst. Es wird Zeit, dass ich mich wieder wichtigeren Dingen widme. Ich habe da so eine Idee. Wir wissen noch viel zu wenig über das dunkle Elex der Skyans. Du bist für mich immer ein Experte für das Elex gewesen. Vielleicht solltest du dir das lila Zeug mal genauer ansehen. Darüber habe ich auch schon nachgedacht. Und ich weiß auch schon, wo ich anfangen werde. Allerdings brauche ich dabei deine Unterstützung. Natürlich. Wir Berserker machen uns am meisten Sorgen um die Skyaniden. Sie sind im Grunde den Mutanten der Alps nicht ganz unähnlich. Auch sie sind dem Elex verfallen und werden durch diese Substanz grundlegend verändert. Doch was ist seine Natur? Wie wirkt es? Was macht es so ansteckend? Hat es ebenfalls eine kollektive Stimme wie das blaue Zeug, das wir schon seit Jahren auf unserem Planeten haben? Traust du dir zu, eine Heilung für die Infektion mit dem dunklen Elex zu finden? Ich weiß doch nicht, was ich herausfinde, bevor ich es herausfinde. Kann ja nicht schaden, mehrere Eisen im Feuer zu haben. Wer weiß, wann Dawkins brauchbare Ergebnisse Eisen im Feuer. Seiner Forschung. Apropos Eisen im Feuer haben. Geniale Kamera eigentlich haben wir. Wo fangen wir mit unserer Suche an? Ich weise eine gewisse Affinität zum Elex und dem Mana auf. Meine Sinne erfassen viele ihrer Eigenschaften und lassen mich mit ihnen regelrecht kommunizieren. Das eine ist ein Derivat des anderen. Damit kenne ich mich bestens aus. Das Lila-Zeug allerdings ist etwas gänzlich anderes. Es hat sowohl replikative als auch infektiöse Eigenschaften. Es wird schwierig werden, es zu isolieren und zu analysieren, ohne sich dabei auch die dunkle Seuche einzuhandeln. Du schaffst das schon, wie immer. Danke für deine Zuversicht, aber trotzdem brauche ich es in seiner reinen Form. Ich brauche es in Aktion. Ich brauche es in seiner Wirkung, in seiner Vollendung, damit ich sehe, wie es wirkt. Und das am besten am lebenden Organismus. Ich ahne schon, worauf das hinausläuft. Ja, ich brauche junge, frisch gewandelte Exemplare der Skyaniden, um sie mir genauer anzusehen. Die meisten Biester, die wir bisher bekämpft haben, sind mindestens schon mehrere Wochen in ihrem gewandelten Zustand. Ich brauche aber Skyaniden, bei denen die Wandlung vor kurzem geschehen ist. Südlich vom Fort hat einer unserer Spähtrupps vor ein paar Stunden eine junge Herde kleinerer Exemplare der Skyaniden gesehen. Einer der Krieger behauptet, er habe gesehen, wie sich diese aus einer Gruppe Hornwölfe gebildet hätten. Ja, ich würde mir das alsbald ansehen. Wenn du also bereit bist, dann lass uns das angehen. Lass uns diese junge Skyaniden-Frischzucht aufsuchen. Sehr gut. Also, auf geht's. Bleib dabei, Falk. Nein! Nein. Nein. Okay, wir werden schon. Ach, Scheiße. Zuerst zum Feuer, Teufel. Du weißt ja, wie die Sache läuft. Du gehst vor, ich folge dir. Nicht schlecht. Das war verzögert. Faceband Kaya und Kaya. Auf wegzurennen. Wir müssen ein Gruppenfoto machen. Ich bin da. Ich denke, ein leichtes Zupfen. Wo rennst du hin, Kleiner? Hast du schon einen Anlauf geholt? Okay. Zurück zu Captain Jax. Jax, zack. Captain, zack. Der auf vollautomatisch läuft. Verdammt, das Captain Zack jetzt OP. 10 Schuss hat er auch, deswegen läuft er vollautomatisch. Ungemordet hat er nur einen Schuss. Das ist eine wahre legendäre Waffe. Oh, Mist. Mist. Muss nur treffen. Achtung! Ja, ich seh's. Verdammt, Captain Zack ist gut. Ja,
So wie es da ausschaut, könnte ich fast die nächste Schwierigkeitsstufe auch runterladen als Mod. Hell on Earth. Jetzt wo die Waffen abgegradet sind. Verdammt. Jung mögen sie ja sein, aber auch gefährlich. Sie sind sicher immer noch ansteckend. Vielleicht reicht es ja, wenn ich mir ihren Wandlungsort, wo sie die letzten Stunden gehaust haben, genauer ansehe. Also, führe mich so nah wie möglich zum Wandlungsort, damit ich meine Arbeit aufnehmen kann, okay? Und die zittern wieder. Was habe ich gesagt? Das ist zu leicht, habe ich gesagt. Während ich mit 0,5 Leben noch dastehe. Viel zu leicht, eindeutig. Man sieht's. Am besten, du gehst mir für ein paar Augenblicke aus dem Weg und ich schärfe meine Sinne. Mal sehen, ob ich etwas aufnehme, was ich interpretieren kann. Verdammt. Letzter. Was haben wir da? Trank der Eisenhaut. Ich brauche alle Tränke. Es muss alles gelevelt werden zurzeit. Attribute. Nein, da hilft mir nichts. Wo ist der Trank der Eisenhaut? Was habe ich jetzt? Ich habe es nicht mal gesehen. Wahrscheinlich Constitution. La la la. Wie schaut er dann mit dem Berserker-T-Shirt hier aus? Ah, nicht so cool. Ja, das war genau die richtige Idee. Die Präsenz des aktiven... Was hast du sonst noch herausgefunden? Die Tiere haben sehr... Scannen wir schon alles selbst mit neuer cooler Facepaint. Interessiert mich das kaum? Schauen wir nochmal in die Kuppeln rein, ob sich da was verändert hat. Ob neue Gegner gekommen sind. Oder ob sie noch leer stehen und ich schlafen kann hier. Die Menschen waren damals offensichtlich simpel, sinnlos. Sexy as hell. Wer weiß, wie lange das noch gut geht. Ist wohl besser, wenn ich gar nicht erst darüber nachdenke. Die Menschen waren damals offensichtlich sehr weit entwickelt. Oh. Naja. Alles, was wir schaffen, ist meistens sinnlos oder gefährlich. Kämpfen wir gegen Scheusale. Achtung! Ah, er rennt voraus. Der Würger hat mich in meinen ersten paar Parts hier ziemlich zu Tode erschreckt. Achtung! Was haben wir hier? Einen Zyklopen, verdammt. Wir sind jetzt sogar. Es geht los. Gute XP auch. Okay, richtig ausweichen da. Er kommt hinein! Geht auf Kaya. Gut für mich. Kaya frisst die Kloppen. Fuß. ...630, das ist auch nicht das Wahre. Wir können gegen Monster fighten. Da gibt es genug Monster zum Fighten. Fighten wir gegen ein bisschen Monster. Ein bisschen XP gainen. Oh. Vorsicht! Das ist doch Feuerball ein. Meine Feuerattacke macht noch gar nichts. Jax hat Kopf, wie immer. Ich muss mich konzentrieren. Wenn ich das nicht in den Griff kriege, passieren noch irgendwelche Dinge. Wo fickst du da oben rum? Okay. Geil.
Gaia hat nur zugeschaut. Gaia war schon müde. Alles wackelt wieder. Alles wackelt hier. Da haben wir noch Sonnen. Hör mal, ich habe eine neue Meldung über die Skyaniden bekommen. Ein paar größere Biester. Mit einem Feiert aber. Ich sag dir was. Wenn dir wegen der Zicke wieder die Scheiße um die Ohren fliegt, dann verschon mich. Das ist dein Problem. Was war jetzt? Habe ich Nein gesagt? In Ordnung. Jagen wir deine Skyaniden. Upsi. Ich glaube, wir haben Glück. Da sind sie. Pff, naja. Darf nicht Kaya also, zu viel anmalen. Verdammt, der hat viel Leben. Hau drauf, Mädel. Captain Zack macht den Rest. Dass ich fast keine Muni mehr habe. Ah, okay. Raptoren sind so gefährlich. Die Raptoren sind so gefährlich. Brennt. Gut, 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 gut. Mach das Ding weg. Oh, mein Bogen macht am wenigsten Schaden. Aber wenn die Shotgun 8 Schuss hat, mich zu killen wollen. Nackt. Da er liegt wieder am Boden. Wow. Ich habe auch ausgewichen. Warum bist du nicht ausgewichen, Kaya? Haben wir noch Elektroschaden? Wenn Kaya am Boden wieder rumlungert. Ich muss aufpassen, dass ich keinen Dialog skippe. Und hier alles loote. Was sagt jetzt das Kaya's Facepaint? Nicht so intensiv. Wie das Babys Facepaint. Einen Moment, ich versuch's. Ah. Soll ich nicht mal so am Looten hier? Kaya's Facepaint ist wie Babys Facepaint jetzt. Ja. Ansonsten hat sich, glaube ich, nicht viel verändert. Mal schauen, was wir. Es ist sehr alarmierend. Mit Nesti machen. Wovon hängt. Was da? Na. Ich habe so etwas befürchtet. Ich kann dir leider noch nicht mehr sagen. Ich wäre an einem besonders großen. Danke für deine Hilfe. Ah. Jetzt bin ich wieder im Endlos-Loop. Okay, Erika Falk. Wie lange braucht er wahrscheinlich? Er sagt eine Woche. Eine Woche kann ja dauern. Was haben wir sonst noch? Oh, diese kleine Mission. Die haben wir auch schon zum tausendsten Mal gemacht. Das bringen wir doch schnell rüber und machen das überall. Aber ja, das Unlimited Fliegen nicht schlecht.
Sonst lande ich vor einer Krokodilklaue und bereue es, ohne den Unlimited fliegen. Aber bitte. Diesmal habe ich nicht weiter reingeschaut, was fehlt, damit ich Unlimited fliegen kann. Das kann ich verkraften, wenn dieses Mod nicht geht. Gott, ja, da sind wir richtig. Okay, wir haben schon weniger Leben. War angenehmer. Vorsicht. Ja, ich hab's gesehen. Bevor ich da fertig bin, wird mich Kaya wahrscheinlich wieder noch mal ansprechen und anmalen, wenn ich nein sage, sofort. Ist so viel cooler. Volk ist so viel cooler als Kaya als Gefolge. So, ja. Ich habe das erste dieser DNA-Fragmente für Dawkins gefunden. Kaya hat nicht mehr coole Sprüche. Kaya, mach mal einen coolen Spruch. Fehlen noch drei weitere. Dieses DNA-Fragment sieht vielversprechend aus für Dawkins Forschung. Ich sollte ihm davon berichten. Wir machen alle fertig. Da unten war letztens ein fetter Fight. Den werde ich mir diesmal auch nicht ersparen, wahrscheinlich. So, ich habe das erste dieser DNA-Fragmente für Dawkins gefunden. Fehlen noch drei weitere. Dieses DNA-Fragment sieht vielversprechend aus für Dawkins Forschung. Ich sollte ihm davon berichten. Oh Gott. Ich muss mich erinnern, dass ich theoretisch nackt spiele und dass ich keine Rüstung habe. Die Skyoniden-Tracker sind ziemlich gefährlich. Ich hab's schon gespürt. Wird hier reinkommen. Und jetzt das Ding einfach nehmen kann, schnell. Ich sehe nicht mal, was uns angreift. Okay, ich weiß, was uns angreift. Es steckt. Vielleicht. Jetzt holt sich wieder den Mega High Ground. Wie soll ich das Ding da oben kriegen? Wirklich. Noch ein brauchbares DNA-Fragment des Skyaniden. Das artet langsam in Arbeit aus. Nicht one-shotted werden. Verdammter Bastard! Schau, er steigt immer höher rauf. Ach, Mist. Einfach raus hier. Direkt in das nächste Biest hinein. Ey, oh Mann, was geht ab? Ich weiß nicht, warum die riesigen Dinge immer so ungefährlich da sind. Was war das? Spucke. Feuer und Spucke. Okay, mit der kleinen Loot. Ich schaut mein Level ab. Ah, bald sind wir 30 Wender. Eine gute Nachricht. Wenn ich nur Missionen grinde. Hier drüben ist der nächste. Naja, in der Stadt oben. Ich glaube, den Fehler habe ich letztens schon begangen. Yep. Yep, 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 yep. Diese Häuserschluchten sind wirklich beeindruckend. Wie es wohl gewesen sein muss, hier zu leben. Ohne dass alles von Mutanten verseucht ist, meine ich natürlich.
Ich glaube, da war ich genau mit Kaya auch. Ich erinnere mich. Kaya war ich da einmal und glaube ich einmal mit Bully. Langen Umweg. Kaugummi, Holo und Brot. So viel kleine Ding. Das Fresser. Ganz schön gruselig hier. Was sich die Menschen damals wohl dabei gedacht haben. Ich hau mir mal irgendwelche Tränke rein. Da war ja auch eine legendäre Waffe. Es geht los. Die Bimum Distance und treffe mal Kaya. Nice. Holen wir uns das Ding schnell. Okay, was von uns will. Ein weiteres DNA-Fragment. Fehlt noch eins, das Dawkins in meinem Adjutor markiert hat. Was war das noch schnell für ein legendäres Ding? Kanonen, ah ja, deswegen. Aber sie haben es abgegradet, wie es ausschaut, dass es ein bisschen stärker ist im Mod. Aber, okay, das ist der weite Weg. God damn it. Ich habe diese Mission schon gemacht. Und dann nicht ein paar Ratten, die ich noch freistoßen kann. Oh. Zuerst dieses Ding. Okay. Brauch einen guten Rattenfreistoß. Ratte, Freistoß! Ah, yes. Ratte, Freistoß! Oh, es ist alles wieder wert, dass ich daher gekommen bin. Oh. Das Coolere ist das Rattenfreistöße. Ich glaub's kaum. Teufelfreistöße vielleicht. Jetzt nicht mehr kommen sehen. Kram XP. Oh, da drüben wieder. Da waren auch coole Sachen. Naja, so coole Sachen nicht, aber verdammt. Kritter. Bleib hinter mir. Ist ein Kritter ins Gesicht. Oh. Ich bin noch immer One-Shot. Das hat sich nicht verändert. Robin. Habe ich alle angelockt. Krass. Ah, Kaya wird schon regeln, oder? Ah, Kaya kommt zu mir. Er geht auf das Ding da drüben. Ich sniper da mal.
Geh nur schnell zur Krokodilklaue rüber. Mal looten, weil er im Wasser ist. Hopps! Und verschwunden ist er. Das machst du nicht ungestraft. Geht hier drüben ab. Was geht hier drüben ab? Ah, er regelt. Hey, jo, du. Achtung. Ist mal nicht. Uff, grad noch. Hey. Ach so, oh nein. Oh nein. Verdammte Krokodilklaue. Oh, ich sie hasse. Das Ding weg. Verdammte Krokodilklauen. Oh. Ich sollte nun genug Material für Dawkins Forschung des dunklen Elix haben. Es wird Zeit, dass er endlich brauchbare Ergebnisse vorweisen kann. Bevor wir zu Tilas gehen. Und das zu Dawkins gehen. Talking to Dawkins. Aber zuerst Schlafenszeit. Meine Träger hängen sich aus. Und weiter. Dawkins Mission wird in nur 2 Minuten dauern, weil ich reinfliege und fertig bin. Aber ich muss jetzt nett zu ihm sein, weil Kaya dabei ist. Muss nett zu Adam Dawkins sein. Haben wir das nicht gerade schon? Wieder schnell. Ah, mein Kopf. Es gibt doch einen Dawkins-Skin. Diese Scheißinfektion. Wenn ich das nicht in den Griff kriege, passieren noch irgendwelche Dinge mit mir. Wird Zeit. Schöpfung oder Zerstörung. Hat beides seine Vorzüge. Ich hoffe, ich entscheide mich am Ende für die richtige Seite. Schwierigste Mission ever. Adam verlässt die Gruppe. Okay. Machen wir hier eine Pause. Und ich schaue mir wieder ein paar Mods an. Nasty braucht was. Doch die normale Nestie. Hey, du! Du meinst, ich soll dich... Ja, sicher. Also was? Na schön, das ist aber das... Okay, da... Die Sache kann nicht länger warten. Hör mal, du Vogel, eins... Ja, ich... Mitkommen. Klar doch. Okay, in der nächsten Folge... Hauen wir uns ein Nesty-Mod rein. Peace out.